Wer verschafft sich die beste Ausgangsposition in den Playoffs? Momentan die TTF Liebherr Ochsenhausen mit besten Aussichten auf den Platz an der Sonne auf ganz, ganz oben. Und da wollten sie auch weiterhin bleiben im Spiel beim TSV Bad Königshofen. Volle Halle, der Pokalsieger zu Gast im Grabfeld und Stefan Fegal hatte es zunächst mit Mizuki Oikawa zu tun und Oikawa, der zeigte ein ums andere Mal, dass er an diesem Nachmittag die besseren Antworten haben sollte. Immer wieder enge Ballwechsel, aber auch immer wieder hier diese Übersicht von Oikawa, der Japaner. Spielte richtig klasse in diesem ersten Einzel am Nachmittag in Bad Königshofen und war dann auf dem besten Weg hier, das Spiel für sich zu entscheiden. Schauen wir uns auch nochmal die Wiederholung an. Gut mit der Rückhand, der öffnet über den Tisch und dann gleich mit der Vorhand nachgegangen. Brachte Matchball für Oikawa und brachte die 1:0 Führung für Bad Königshofen. Also gab es jetzt hier wieder eine Überraschung. Denn Bad Königshofen ist ja bekannt dafür, den Großen immer wieder ein Bein stellen zu können. Im zweiten Spiel dann Kilian Ott, das Eigengewächs aus Bad Königshofen gegen Hugo Calderano, der wirklich mittlerweile ein echter Weltklasse-Spieler ist. Ganz weit vorne in der Weltrangliste und immer wieder spektakulär erfolgreich, wie zum Beispiel gerade eben in diesem Ballwechsel. Er dominiert letztlich dieses Spiel. Trotz guter Gegenwehr von Kilian Ort, 3:0 Erfolg für Calderano und damit zur Pause der Ausgleich aus Sicht der Gäste von den TTF Liebherr Ochsenhausen. Also wichtiges Spiel dann gleich an 3, Celico gegen Diaz. Wer könnte hier wieder in Führung gehen? Und Celico beweist hier tolle Reaktion und auch tolle Übersicht. Eigentlich hat Diaz hier ihn schon richtig in Bedrängnis gebracht mit diesem Vorhand-Topspin, aber dann bleibt Celico stehen und gibt den Ball mit dem Handgelenk, mit der Rückhand nochmal eine andere Richtung. Und er schafft es sogar, da fliegt der Schläger von Diaz aus Frust. Schaffte es sogar in den fünften Satz. Trotzdem sollte es letztlich nicht reichen. Es ging also dann mit Rückstand ins vierte Spiel des Tages aus Sicht von Bad Königshofen. Und da waren dann Mizuki Oikawa und Calderano gegeneinander am Start. Und das versprach nicht nur auf dem Papier. Tolle Spiele, tolle Ballwechsel und genauso kam es dann letztlich auch. Super gemacht hier von Oikawa. Flippt mit der Vorhand über den Tisch. Wunderbar. Extrem beweglich Oikawa. Und letztlich ging es sogar bis in den fünften Satz. Und dann die Entscheidung aufgrund eines Fehlaufschlags. Da haut nochmal Oikawa auf den Tisch, ärgert sich. Das war die Entscheidung zum 3:2-Sieg für Ochsenhausen. First match Oikawa beat Fegel. Ja, im ersten Spiel, Oikawa hat da gegen Fegal gewonnen. Das war natürlich ein tolles Spiel für uns. Die Fans haben uns toll unterstützt. Danke dafür.